sind wir wieder. Zurück bei TV Total. Und jetzt kommen wir zu einem Mann, der vor einiger Zeit schon mal hier war, dort einen Trick mit mir gemacht hat, den ich bis heute nicht verstanden habe. Ich bin gespannt, was er heute vorhat, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie Farid. Da sind wir wieder. Bin gespannt, was du dir heute ausgedacht hast. Was macht eigentlich Wilfried Raven? Oder wie hieß er nochmal? Vincent. Vincent Raven, ja. Den Raben geheiratet. In der Show warst du doch auch, bist du auch berühmt geworden. Genau. Mit Vincent Raven. Mhm. Habt ihr noch Kontakt? Nein. Nein. Nein, nicht mehr. Mit irgendwelchen anderen von den Zauberern? Leo Martin. Ah. Da war noch einer, der macht jetzt. Der Leo Martin? Der. Ah ja, okay. Sehr gut. Ja, was hast du mir heute mitgebracht? Zauberer ist ja das falsche Wort, ne? Erstmal, dass du bist Street-Magier auch, oder was nennst du das? Genau, Street-Magic mache ich sehr gerne. Und was heißt das? Da gab es ja die ProSieben-Show damals. Ja. Da habe ich die Straße zur Bühne gemacht und habe Magie vor den Augen der Zuschauer in ihren Händen präsentiert. Also sehr nah dran am Zuschauer. Und machst du auch so Shows, klassische Illusionisten-Shows? Also schon, es gibt eine abendfüllende Show, es gibt große Bühnenshows, aber bei mir gibt es halt nicht die Kisten. Das heißt, wenn bei mir ein Auto erscheint, dann sieht es so aus, wie wir es auch mal hier gemacht haben. Ja. Kein Tuch hoch, runter oder Kiste auf und zu, sondern man schnippt mit dem Finger und dann steht da ein Auto. Also alles ein bisschen moderner. Was hast du hier mal gemacht? Ich habe doch das Auto, du hattest doch dieses Autoquartett. Ja. Dann hast du, weil ich wollte nicht, dass du dir eine ziehst, weil dann hättest du gesagt, ich hätte das beeinflusst. Dann hast du gesehen, dass alle verschieden sind, dann hast du die alle auf den Boden geworfen. Aha. Und eine ist übrig geblieben, das war ein Sportwagen von Mansori, glaube ich. Dann habe ich geschnippt und dann stand der Wagen hier. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Das sagt mir, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Kannst du mit so einem Schnipp auch mein Gedächtnis auslöschen eigentlich? Das war dieses Blitzdings vom letzten Mal. Ja. Ja. Vielleicht ist da was schiefgegangen. Was möchtest du mir heute zeigen? Ich habe ein Foto mitgebracht, ein kleines. Den brauchst du später. Ein Foto, das ein... Das ist ein guter Freund von mir gemacht hat. Ein Trickstift? Nee, das ist ein ganz normaler Stift. Genau. So. Ein Foto, das ein guter Freund von mir gemacht hat, der Robert Maschke, sein Fotograf aus Köln. Und das Foto ist gleichzeitig ein Plakat. Ein Foto von dir? Genau, ein Foto von mir. Und gleichzeitig ist es ein Plakat von einer Veranstaltung, die mir sehr, sehr wichtig ist, sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar am 21.12. trete ich abendfüllend nach 12 Jahren in meiner Heimatstadt Hagen auf, in der NRW Arena. Ich habe eine Sondergenehmigung der Stadt bekommen. Kannst du auch ganze Orte wegzaubern eigentlich? Dann wäre der Ort nicht auf meiner Liste. Genau, ihr wart auch mal in Hagen, im Tor 2 hattet ihr irgendeine Veranstaltung. Aber wenn du dich an das Auto nicht erinnern kannst, dann... Der Elton war auf jeden Fall da, das weiß ich. Der Elton, das kann sein. Ja, wo es mal zu saufen gibt, die Band sagt auch schon, genau. Ja. Genau, und das ist eine Charity-Veranstaltung. Da wird es ganz neue Illusionen zu... Jetzt mach deinen Trick. Ja, ich muss ein bisschen ablenken. Nein. Ach so, das gehört schon zur Ablenkung. Ja. Aber ist gerade schon irgendwo was passiert? Aber Sie müssen woanders hingucken, nicht dahin gucken, niemals dahin gucken bei einem Zauberer, wo er gerade versucht, ihre Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber das muss ich ganz kurz zu Ende bringen, weil es eine Charity-Veranstaltung ist. Und alle Einnahmen, meine Damen und Herren, alle Einnahmen werden gespendet an Lichtblicke. Komplett. So. Also, ich fange dann mal an. Ja. Also, wir nehmen das Foto. Ich falte es mal ganz klein zusammen. Und ich darf dich bitten, den Stift zu nehmen. Das musst du jetzt wieder was draufschreiben, ja, oder? Ja, genau. Und du gibst mir einmal ein Autogramm drauf. Das mache ich mir. Moment, einmal. Günther Jauch. So. Sehr gut. Ich falte das nochmal auf. So. Jetzt hast du es verschmiert. Ist es? Ja. Nein. Ja, ein bisschen. Haha, also, es ist zu erkennen. Also, magst du noch was draufmalen oder glaubst nein, du? Nein, nein, nein. Sehr gut. So, und jetzt? Ich reiße es in der Mitte durch und reiße es nochmal in Viertel. So, jetzt ist es schon passiert. Nee, ist immer noch zu sehen. Ja. Okay, und was ich jetzt versuche, ist etwas sehr, sehr Besonderes. Und ich darf dich jetzt gleich bitten, einfach mal deine Hand so aufzuhalten. Genau, ein bisschen tiefer. Kamera, genau. Und du nimmst beide, ja, war die richtige Seite. Und du nimmst beide Finger so hoch wie so eine Klammer. Ja. Genau. Die anderen Finger lässt du ausgestreckt. So. Ja, also einfach so. Genau. So. Und klammerst die Teile mal so fest. Ja. Ich versuche die Teile wieder zusammenzubringen mit etwas Magie und einem Stück Tesafilm. Nein, ich mach Spaß. Ja. Also okay. Gut aufgepasst. So, und jetzt? Ich sehe, dass sie. Was war bitte los? Ja. So. Gerade ausdenken. Streck deine Hand aus.
Schon ist die Karte wieder ganz, aber sie ist nicht nur ganz. Wenn wir ganz, streck bitte deine Hand aus. Wenn wir ganz genau hinschauen, dann sind die zerrissenen Seiten außen. Und die eigentlichen Ecken, die gerade geschnitten waren, die sind jetzt innen. Und wenn wir uns das mal von der anderen Seite anschauen, dann ist die Karte wieder ganz. Kein Klebeband, keine... Wieder restauriert mit deiner Günther Jauch Unterschrift drauf. Unterschrift. So, du hörst am Applaus, es ist der Hammer. Das ist okay. Moment mal, ich habe das unterschrieben. Dankeschön. So. Denken Sie mal nach. Helfen Sie mir doch mal. So, wir haben ja das, am Anfang das komplette Bild gesehen. Das haben wir alle gesehen. Auf dieses Bild habe ich, da hast du es erst geknickt, ne? Aber da waren ja noch nicht die zerrissenen Kanten da. So. Das ist interessant, ne? So. Jetzt, pass auf, die Frage. Wie hast du das gemacht? Sehr gut. Ach so, das war schon. Ja. Das wolltest du beim letzten Mal auch schon wissen. Nee, das ist wirklich interessant. Das ist mit kleinsten Mitteln. Ich habe ja da drauf unterschrieben. Lass mich mal überlegen. Ich habe das war geknickt. Und das war hier unten. Guck mal, das ist schon mal klar. Das heißt, das ist aber zusammen. Ja, okay. Leg mal los. Sehr gut. Das kommt nicht dahinter. Aber es kann ja nicht, richtig gezaubert kann es ja nicht sein. Da muss ja ein Trick sein, oder? Ja, du kannst ja nicht wirklich zaubern. So. So. Ich habe noch mehr Fotos mitgebracht. Was, ja, zeig mal. Und zwar den guten Van Elst. Ja, Thebats Van Elst. Ja. Genau. Dann habe ich den Bumsi mitgebracht, das natürlich nicht fehlen, ne? Mit seiner Masche, dem Blumenstrauß, dem guten Alten. Ja. Fett Sigi, ja. Auch sehr wichtig. Sieht ein bisschen aus wie Sledgehammer, finde ich hier. Ja, ja. Also wenn der mal zu Gast ist, dann musst du, weil auch Peter Gabriel. Ja, wir haben schon überlegt, den einzuladen, aber unsere Türen sind nur 80 cm breit. Auf jeden Fall musst du dann Fett Sigi spielen. Okay, jetzt so, und das hier ist Fipsi. Ja, okay. Fipsi vom letzten Mal, Fipsi der Außerirdische. Ja, 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 genau. Genau, und dann kommen noch mal dieselben vier Bilder. Ja. Und du darfst jetzt aussuchen, welche du haben möchtest, die oder die? Die. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass du dich gleich umentscheidest. Ja, Wahnsinn. Ich habe gerade gedacht, pass auf, ich sage jetzt erstmal die und dann nehme ich die. Vielleicht kannst du ja doch zaubern. So, pass auf, du sagst jetzt, ich habe den Eindruck, dass du dich gleich umentscheidest, weil du möchtest, dass ich mich nicht umentscheide. Kann das sein? Oder ich möchte, dass du das glaubst und möchte genau das. Du möchtest genau das, ne? Tja, vielleicht ist es ein Bluff, ein Doppelbluff. Schwierig. Ja, ich nehm die hier. Die hier? Okay, ja. Dann nimmst du die bitte. Oder doch lieber die? Wie du möchtest. Ha? Wie du möchtest. Möchtest du doch lieber die haben? Okay, was, dann nehme ich lieber die hier. Nein, ich nehme die! So. Okay. Kann ich die alle mal anhaben? So, die sind alle gleich. Das ist ja so. Nachfolgende Sendung. Okay. So. Die vier. Und ich möchte nicht nur für dich zaubern, ich habe mir heute mal was ganz Spezielles überlegt. Ich möchte heute mal mit dem gesamten Publikum zaubern. Und deswegen haben wir vor der Show unter euren Sitzen auch jeweils vier Fotos. Ihr habt dieselben Fotos mit einer Klammer. Die Klammer nehmt ihr einfach weg. Unter allen Sitzen? Ja. Wahnsinn, keine, das kostet ja Millionen. Hat jeder vier Karten? Einmal bitte hochheben. Jeder vier Karten? Ja. Perfekt. Die Klammer wegnehmen, die brauchen wir nicht. Sehr gut. Wir nehmen die jetzt alle, so wie ich. Ihr könnt jetzt auf den Monitor schauen. Sie zu Hause können auch mitmachen, wenn Sie Fotos zu Hause haben. Einfach vier Fotos aus dem Fotoalbum rausnehmen. Können gerne mitmachen. Du machst das ja schon wie Uri Geller mit dem Löffel verbiegen. Komm mal zu Hause. Legen Sie am besten auch noch Uhren oben drauf und Löffel. Und kaputte Geräte, alte Radiogeräte. Legen Sie einfach mal alles auf den Fernseher. Und wenn das gleich runterfällt und dann wieder ganz ist, dann schicke ich Ihnen eine Rechnung. So. Sehr gut. Und ihr macht mir jetzt gleich alles nach. Und du auch, Stefan, bitte. Wir nehmen die Fotos mit der weißen Seite nach oben. Okay. Und wir mischen die einmal durch. Irgendwie. Irgendwie durchmischen. Mission Impossible. Sag ich nur. Okay. Und wenn wir die gemischt haben, ja, dann nehmen wir die so längs. Zwischen beide Hände. So. Ja. Ihr könnt jetzt entweder oben zuschauen oder direkt hinter mir zuschauen. Und wir reißen die jetzt hier in der Mitte durch. Alle übereinander liegend. Ja. Okay. Ganz langsam, genau wie ich. Durchreißen.
Ich gucke genau zu, was du machst. Ne? Bild dir nichts ein. Und jetzt habt ihr die völlig freie Auswahl, ob ihr diesen Stapel hier auf den legt oder diesen Stapel hier auf den anderen legt. Wichtig ist, dass wir beide übereinander legen. Einfach übereinander. Den auf den oder den auf den. Einfach drauf. Mach mal wie du. Perfekt. Ja. Super. Ja. Jetzt nehmen wir das oberste Stück, das alleroberste, und legen es einfach auf unser Knie. Das oberste aufs Knie. Mhm. Sehr gut. Jetzt nehmen wir die nächsten beiden Stücke, die beiden obersten Stücke. Ja. Ja. Und stecken die in den Stapel rein. Irgendwo in euren Stapel. Beide an die gleiche Stelle oder egal? Beide obersten Stücke irgendwo in den Stapel. Sehr gut. So. Ja. Jetzt habe ich vergessen, ein Stück auswählen zu lassen. Das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Okay, wir machen Folgendes. Das oberste Stück nehmen wir jetzt weg. Ja. Wir nehmen alle das oberste Stück und legen es unter unser Bein. Wo? Oh, da drunter. Ja. Einfach drunter legen. So. Perfekt. Und jetzt folgt etwas sehr Lustiges. Stefan und ich werden das gemeinsam machen. Erst zuhören bitte. Wir nehmen das Stück von unserem Knie, suchen uns jemanden im Publikum, mit dem wir das Stück tauschen können. Also mit irgendjemandem, Stefan und ich werden gleich tauschen, mit irgendjemandem tauschen. Okay? Einfach mit irgendjemandem tauschen. Wir beide tauschen untereinander. Ihr tauscht es mit irgendjemandem. Wenn ihr außen sitzen solltet und es ist niemand da zum Tauschen, dann behaltet ihr das Stück in der Hand. Okay? Wo ist das hin? Ist das wichtig? Ja. Ich hab's oben. Okay, nein. In die Hand nehmen. Achso, in die Hand nehmen. Okay. Das Stück haben wir? Habt ihr getauscht? Wer nicht tauschen kann, behält es in der Hand. Wie, wer nicht tauschen kann? Wer niemanden findet zum Tauschen, zum Beispiel in einer ungeraden Sitzreihe, der sitzt ja ganz außen, der kann ja dann mit niemandem tauschen. Natürlich. Okay. Dieses Stück nehmen wir jetzt und ihr steckt es in euren Stapel rein. Das ist alles nur Verwirrung, der eigentliche Gag ist schon passiert. Pass auf. Irgendwo rein. Sehr gut. Längst sind auf der anderen Seite wahrscheinlich Mickey-Mäuse drauf oder sowas. Und jetzt bitte gut aufpassen. So, jetzt. Jetzt wird's lustig. Wir nehmen das oberste Stück und legen es ganz nach unten. So. Wir nehmen das oberste Stück. Ja, schon wieder. Ja, und werfen es weg. Wir nehmen das oberste Stück und legen es ganz nach unten. Ja. Das oberste Stück und werfen es weg. Ja. Das oberste Stück ganz nach unten. Ja. Das oberste Stück werfen es weg. Ja. Das oberste Stück ganz nach unten. Ja. Das oberste Stück werfen wir weg. Ja. Das oberste Stück nach unten. Ja. Das oberste Stück werfen wir weg. Ja. Das oberste Stück ganz nach unten. Ja. Genau. Und das oberste Stück werfen wir weg. Ja. Und jetzt macht ihr bitte überhaupt nichts. Ihr habt noch ein Stück übrig. Und jetzt erstmal nur Stefan und ich. Stefan, nimm bitte das Stück, das du unter deinem Bein hast. Ja, du hast es doch hinten getan. Noch nichts tun. So. Ja. Und du drehst mal beide um. Ja. Und beide stimmen nicht nur überein, sondern es ist auch nicht meine Hälfte, es ist wirklich deine Hälfte. Du hast den von Els und ich habe den Fipsi. Und jetzt bitte mal alle das Stück nehmen, auf dem ihr sitzt, und das Teil in eurer Hand umdrehen. Und bei jedem, bei dem es geklappt hat, bitte aufstehen. Aufstehen, bei dem es geklappt hat. Alle stimmt auf, es überein? Bei wem hat es geklappt, bitte aufstehen. Bei wem es geklappt hat, bitte aufstehen. Ja. Ja, Wahnsinn. Sehr gut. Vielen Dank. Ja. Verblüffend. Das heißt, wir haben getauscht. Ja. Ja, das kann ich jetzt, das kann ich mir in meinem Kopf ausmalen, okay, dann schaust du mal bitte selbst hier. Wie das funktioniert hat, das kann ich mir vorstellen, weil das ist so eine mathematische Rechnung. Schaust du mal bitte hier in dem Mäppchen, da ist ein Blatt Papier und sonst ist überhaupt nichts drin. Ja. Und du faltest das mal bitte auf. Das falte ich auf. Und schaust mal nach, was darauf zu sehen ist. Und darauf ist ganz genau zu sehen, dass ich den Herrn Fipsi habe. Ja. Und du hattest den von Els. Und das ist meine Vorhersage. Das ist mit Mathematik schwierig, weil du hast ja gemischt. Ja, das stimmt. Hier, zeig's nochmal. Ja, das bin ich, das ist Barack Obama. Und wo bist du zu sehen auf dem... Yes, I can. Sieht ein bisschen aus wie so. Hast du es selber gemalt? Nein, ein Freund von mir hat das gemalt und das werde ich. Die Adresse poste ich dann bei Facebook. So. So, und jetzt, wie hast du das gemacht? Gut, immer noch. Das willst du nicht verraten jetzt, oder was? Nein. Das ist natürlich total langweilig dann, ne? Tja. Ja. So. Nicht kaputt reißen. Achso, nicht kaputt reißen? Ja,
hätten wir noch versteigert, weil alles geht ja an Lichtblicke. Achso, ihr hättet das noch versteigert? Ja. Aber es ist doch viel lustiger, wenn ich es durchreiße und das andere auch noch unterschreibe. Oder so. Kann man es zweimal versteigern, verstehst du? So. Und wenn du das jetzt nochmal den Trick hier mit nochmal machst, jetzt, ne? Falten nochmal durchreißen und nochmal alles sagen, haben wir nochmal so viele Teile. Zum Versteigern. Ja, zum Versteigern. Okay. Ja. Sehr gut. Dankeschön. Interessant. So. Ja, das war's zum Grübeln für Sie. Du bist unterwegs auf Tour. Morgen. Nächster Termin ist in Hagen. Ja, ist ganz am 21.12. Alles weitere, alle anderen Infos unter farid.tv. Mhm. Vielen Dank, sehr interessant. Vergiss dein Mäppchen nicht hier, ist ganz wichtig. Tschüss, Farid, meine Damen und Herren. Hokus Pokus Fidibus. Dreimal schwarzer Kater. Genau, also das ist eine Panorama-Wurfkamera, ja. Panono. Die wirft man in die Luft und am höchsten Punkt macht den Panorama in alle Richtungen. Das hat durch einen Bewegungssensor merkt die, wann sie am höchsten Punkt ist, weil sie quasi da zum Stillstand kommt. Ja, was sie merkt, ist, wie stark man es in die Luft wirft. Also man kann das nicht direkt messen, wann sie oben ist, sondern sie misst sozusagen, wie stark ich es werfe. Wenn ich stärker werfe, dann fliegt es natürlich höher und auch länger und sie stellt einfach eine Zeit. Quasi. Okay, zeig mal, wie es geht. Also das ist ja erstmal das Modell, das genau, wir machen jetzt mal ein Foto, würde ich sagen. Wie ein Fußball erstmal.